Hallo. Schöne Uni ist das, ne? Mit Bäumen mittendrin, der ist bestimmt schon von Natur aus immer so. Ach, der wächst von draußen rein, ne? Schade, ich dachte, der hätte seinen Stamm da unten. Naja, gut. Was haben wir hier denn Feines? Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Ja, eine Etage höher sind die offenbar geflohen. Oh, da war kein. Mein Auge hat eine Scheibe gesehen, wo keine ist. So. Wenigstens hängen hier ab und zu noch diese Fernseher rum. Das heißt, wenn irgendwann wieder Strom fließen sollte, dann kann man direkt ein bisschen was gucken. Aufzug nehmen wir diesmal nicht. Wir haben ja letztes Mal eine etwas schlechtere Erfahrung damit gemacht. Na gut, komm. Spannen wir sie nicht zu lang auf die Folter, also Ellie. Die wahrscheinlich am meisten angepisst sein dürfte, dass wir extrem lange brauchen für alles, weil stellt euch vor, ihr wärt die Menschen, die hier rumlaufen. Was? Hier kann man aufmachen? Ach, hier kann man. Okay, da kann man auch lang. Stellt euch vor, ihr wärt Joel oder Ellie. Wie nervig das sein muss, wenn dann einer von beiden immer irgendwo stehen bleibt, weil irgendeine so eine Voice of God die ganze Zeit Sachen erklärt aus ihrem privaten Leben. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Es fragt sich. Was fragt sich denn das? Gut, Ellie, du kannst schon mal rumschauen. Ich mach dasselbe hier hinten. Ach, seht ihr? Das meinte ich vorhin mit diesen Kammern, wo die. Also nach außen gekrempelt sehen die natürlich etwas gruselig aus, aber da das Ding keine Beine hat, kann es uns wenigstens nicht verfolgen, sondern nur anfassen, wenn wir hier stehen. Was ist das? Oh. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran. Nein. Gut, okay. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen. Hey! Ach nein, das ist doch nervig. Jetzt muss ich hier. Tut mir leid. Das ist dann natürlich, wusste ich nicht. Dann muss man so. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Ja. Wie üblich, sind Wissenschaft und Militär nicht gut unter einen Hut zu bringen. Kennt man ja, ne? Wenn irgendwer Wissenschaftlermäßiges irgendwas macht, dann kommt irgendwer, der gar nichts mit Wissenschaft am Hut hat und nennt das alles Spielerei und weiß ich nicht, Scheiße und hört doch mal auf oder macht doch mal schneller. Ja, das geht nie gut. Und dann bleibt nur zu hoffen, dass der Wissenschaftler jemand ist, der keinerlei soziale Fähigkeiten hat und sich davon nicht tangieren lässt. Ja, Drogen, sehr gut. Na, er liegt schon was gefunden. Offenbar nicht. Warum man eigentlich nicht jede Schublade aufmachen kann, ist auch mir ein Rätsel. Ich meine, es wäre natürlich langweilig auf Dauer. Aber warum man das nicht einfach trotzdem eingebaut hat? Ich meine, es ist ja des Spielers Entscheidung, ob er es macht oder nicht. Das würde das Spiel ja nur realistischer machen, weil in echt würdest du ja auch jede Schublade aufmachen. Also ich zumindest würde das tun. Hallihallo.
Okay, da draußen sind wir schon lang gelaufen. Dann machen wir mal hier. Die soll mal was erzählen. Was ist denn mit ihrem Witzebuch? Als ob da nur 5 Witze drin standen, die sie erzählt hat. Er hört auch zwischendurch immer auf zu rennen. Also ich drücke mal L2 und dann hört er plötzlich auf. So als ob er mir sagen wollte, hier, mach mal ein bisschen langsamer. Obwohl ich das nicht verstehen könnte, weil ich mache schon so langsam, wie es überhaupt nur geht in dem Spiel. Eddie hat das auch bemerkt und läuft durch jeden Raum 2-mal. Passt sich also der Spielweise an. Schade, dass man hier nicht nach draußen kann. Das wäre bestimmt auch wieder schön. Aber mehr als schön anzusehen auch nicht, deswegen. Wo ist sie denn? Komm doch, Mädchen. Lassen wir noch ein paar Minuten. Die braucht bestimmt noch Zeit, um alles zu durchsuchen. Könnte ich verstehen. Ach, guck mal. Eine Röntgenaufnahme von jemandem, der offensichtlich ja einen Pilz in sich wachsen hat. Und das ist extrem geil bestimmt. Paar Kopfschmerzen könnt ihr euch bestimmt drauf einstellen, wenn ihr sowas habt. Gut, und dann wird man wahrscheinlich relativ schnell nichts mehr merken. Hab zu hoffen, dass der Pilz zuerst sich dort verbreitet, wo das Schmerzbewusstsein stattfindet. Was ist mit Eddie? Warum ist sie so weit weg? Immerhin keine Klicker. Firefly ist auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weitersuchen, wir werden was finden. Affen. Mir fällt nichts Lustiges dazu ein. Das kam ja schon von Ellie. Ach, guck mal. Ja, gut, dass der Akku noch geht. 4 Paletten. Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist! Oh nein! Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott! Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Mal gucken, ob er das war. Sadie Pearl Hickman. Nein, ganz bestimmt war er das nicht. Außer er ist eine Sie. Stellt euch vor, ihr seid so ein richtig vorsichtiger Wissenschaftler. Findet alles raus. Forscht so 10 Jahre an dem Virus und alles und sonst was. Und was weiß ich, vielleicht 15 Jahre. Und dann beißt euch einfach einer eurer Affen und ihr werdet in 6 Stunden zu einem Infizierten. Das wäre bestimmt mega geil. Hätte sich alles gelohnt. Wenigstens habt ihr dann rechtzeitig überall Voice-Recorder hinterlassen, so wie dieser Typ. Was du nicht sagst. Ich bin tot. Oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon.
suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Ja, finde ich gut, dass es keine Ladezeiten gibt, sodass ich nicht gemerkt habe, dass man wieder spielen konnte. Es könnten Fireflies sein, nicht, oder? Die sind auch böse. Habe ich im Multiplayer gelernt. Oh. Oh, oh, oh. Oh, aua, der ist aber schnell. Der ist aber schnell. Warum ist denn der so schnell? Woher wissen die überhaupt so genau, wo wir sind? Als ob die hier regelmäßig langlaufen. Ach, guck mal, hat er wenigstens seine Axt da gelassen. Die könnten wir theoretisch... Ja, aber... Ich kann auch immer wieder meinen Stock, also dieses Ding verbessern. Das ist eigentlich gar kein... Also, ich finde es eigentlich fast besser. So, ja, kommt nur... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich benutze zum ersten Mal meine Rauchbombe. Weil ich will nämlich durch den Raum da rechts und die würden mich auf jeden Fall... Oh. Mal gucken, wann die in den Suchmodus übergehen. Vor allem, ob die auch hier rüberkommen. Auf Risiko. Doch keine Rauchbombe geworfen, weil sonst würden die in dem Raum hier das sofort bemerken. Ich meine, wenn ich ein Überlebender wäre, würde ich das genauso machen. Deswegen habe ich da auch keine Skrupel jetzt bei, weiterhin all meine Sachen nicht zu verwenden. Was kann ich denn da eigentlich herstellen? Muss gleich mal gucken. Auf jeden Fall nichts aus diesem Dings. Also wahrscheinlich ein Messer. Wisst ihr was? Komm, einfach mal so. Einfach, damit ich mir ein paar Sachen wieder mitnehmen kann. Ach, Messer kann man herstellen. Sehr gut. Firefly-Aufzeichnungsgerät. Ach so, das war das aus dem Raum. So, die trauen sich ja schon bei allen nicht hierher. Heiltempo. Nee, komm. Diesmal sammeln wir wieder ein bisschen. Ja, was machen wir denn mit den beiden? Ach, wisst ihr was? Komm, ich bin mal gemein. Das war eng. Oh, da kommen ja welche hoch. Hä? Oh nein, jetzt laufen die weg. Ich wollte mich von hinten anschleichen. Ihr Assis. Jetzt herkommen. Eigentlich müsste ich... Ich weiß nicht, ob ich... die Shorty hat eh nicht so viel Muni, ne? Papi, rückt auf! Ja, offensichtlich hast du mich.
So, ich sollte mal die wegpacken und den Revolver wieder verwenden. Der gibt gerade aktuell ein bisschen mehr Muni. ETF. Ich wollte nur kurz gucken, ob der mich wirklich bemerkt. Scheiße. Okay. Der Weapon Sway von dem Revolver ist ziemlich heftig, würde ich fast sagen. Egal. Dummerweise rennt er jetzt so, obwohl ich gar nicht so krass rennen will. Ich will nur schauen. Ich habe jetzt ein bisschen Sachen verbraucht. Ich weiß jetzt nicht, ob der die alle gedespawnt hat. Es scheint mir fast so, weil ich glaube, in der Schublade, die gerade offen war, da war ursprünglich auf jeden Fall was drin. Ach, guck mal, was haben wir denn da unten? Hä? Ach, guck mal. Seht ihr? Genau für sowas lohnt sich das dann doch nochmal zurückzukommen. Gut, eigentlich ist es gut, dass er so schnell rennt jetzt. So kommen wir nämlich flott von A nach B dorthin, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, die meisten Sachen sind despawned worden, weil hier habe ich bestimmt überall noch Zeug gehabt, was ich nicht mitgenommen habe. Ja, ich glaube, das meiste hier, ja, das hat das Spiel entfernt. Hätte ich die Schränke nicht von Anfang an aufgemacht, dann hätte ich das jetzt wahrscheinlich, aber das weiß man ja vorher nicht. Das, also ich zumindest nicht. So, Joel. Ich merke schon, das Rennen, das macht ihn ein bisschen zu schaffen. Ach, guck mal. Nee, Gesundheit brauchen wir. Doch! Das waren so 0,5% scheinbar. Oh. Oh, nein, 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 aua. Gut, Eddie, sehr gut. Arschloch! Aua. Oh, oh, oh. Ich will eigentlich gleich die Axt holen von hinten, falls sie da noch ist. Boah, mit dem Revolver ist echt schwierig. So, egal, ich will die Axt kurz holen von oben. Weil diese Stangen, die findet man überall. Wo war die Axt? Irgendwo. Die war relativ weit hinten. Ich glaube, einer von denen hier hat die fallen lassen. Ja, hier. So. Und die kann man auch direkt verbessern. Was wir natürlich direkt tun. Ja, sehr gut. So, ich suche jetzt nicht hier in den Kühlschrank nach Gesundheitssachen ab. Obwohl ich ein bisschen gebrauchen könnte, aber man muss ja nicht sofort alles übertreiben. Wobei genau das ist, was ich eigentlich tun würde, übertreiben. Naja, egal. Was soll's, Gesundheit ist eh nicht so wichtig. Ich Arschloch! Was?
musst mich hochziehen. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei. Sieh! Okay. Okay. Gehen wir einfach zum Pferd. Medikit wäre jetzt ganz gut, glaube ich. Da ist keiner. Weiter. Wow. Wow. Das ist ja fast. Wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Oh Gott! Komm schon! Oh. Schon Mist. Entdeckt. Okay. Los, du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie! Du hast meine Freunde getötet, Arschloch! Los, raus da! Machen wir es auf die harte Tour! Na? Du kleines Biest! Hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Mach schon. Boah, verbinden wir doch mal. Was? Schnell. Du machst das gut. Nur weiter so. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Los, komm. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück, komm. Hey! Joel! Hinter dir! Was? Ellie! Bleib bewaffnet! Stehen. Vorsicht! Hey! Oh Mist! Oh Mist! Du kleine Ratte! Joel! Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay, wir gehen. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass mir Zeit. Los, komm. Oh, Scheiße! Hole einfach das Pferd. Kommst du hoch? Los! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße. Joel, hier. Ah. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel?
Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Tja. Ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe. Und dann kam diese Stelle und dann... Wo bist du? Bringen sie Joel um. Und das ist, ja. Jetzt sind wir Ellie. Da bist du ja. Nicht bewegen. Jetzt sind wir Ellie. Und was machen wir als Ellie? Natürlich direkt erstmal in Ellies Rucksack gucken. Was haben wir denn hier Feines? Alles Sachen, die wir noch nie gesehen haben. Oh. Ich hätte es dir geben sollen, als ich noch konnte. Ja. Okay, sie hat es offenbar mitgenommen. Das wusste ich nicht mal. Gerade aus dem Kopf. Ah, ja. Die Witze. Zwei Kannibalen essen einen Clown. Ja, mal gucken. Austrinken. Das sind das alles, die wir schon kannten. Ja. Okay. Das sind die wir schon kannten. Lehrer nicht schwimmen. Was? Warum können Lehrer nicht schwimmen? Weil sie alle auf den Grund gehen müssen. Ich glaube, den kannten wir noch nicht. Kann man nochmal davor lesen hier. Woran kann man englische Flugzeuge erkennen? Sie fliegen mal links. Doch, den kannten wir schon. Ach doch, ich glaube, die haben wir alle schon mal gehört. Insgesamt 5 von 4 Leuten können nicht rechnen. Doch, ich glaube, den kannten wir noch nicht. Ich habe mich nächtelang gefragt, wo die Sonne hin ist. Dann dämmerte es mir. Ja, so also manche Sachen hat sie nicht vorgelesen. So, was haben wir hier Feines? Was sagt der Hase zum Igel? Du bist zu spitzfindig. Den hat sie nicht vorgelesen. Was kam der Kannibale, als zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wallokal. Wie entstehen Kinder? In Teamarbeit. Vor allem, ich könnte jetzt die ganzen Sachen auf Englisch auch nochmal vorlesen, weil das sind ja andere Sachen als auf Deutsch, weil Wortspiele auf Englisch kannst du ja nicht 1 zu 1 übersetzen. Obwohl, manche schon. When a clock is hungry, it goes back 4 seconds. Den habe ich nicht verstanden. Ja, nee, das lese ich nicht alles auf Englisch vor, auch wenn es interessant wäre. Aber zu übertreiben muss man dann auch nicht. Ich will auch, dass du stolz bist. Ellie, ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich hier immer zu an und bin überwältigt. Du bist noch keinen Tag alt, aber dich zu halten ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Einem Leben, das nun viel zu schnell zu Ende geht. Marlene wird sich um dich kümmern. Ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht. Sei nicht so stur wie ich. Ich will nicht lügen, diese Welt ist ziemlich kaputt. Es wird nicht leicht werden, aber du musst immer dran denken, das Leben ist lebenswert. Finde deine Bestimmung und kämpfe dafür. Du hast so viel Kraft in dir. Ich weiß, dass du eines Tages eine aufrechte, stolze Frau sein wirst. In Liebe, deine Mutter. Anna, mach mich stolz. Ellie. Ja. Gut, ihre Mutter ist scheinbar einen Tag nach ihrer Geburt gestorben oder so in der Nähe von dem Datum. Gut, der Roboter, den hat sie immer noch dabei. Das ist so dämlich. Ich hätte was anderes sagen sollen. Oh, das sagt man nicht ja immer. Ne? Also man kann hinterher immer sagen, ich hätte dies und das anders machen sollen. Es kommt alles so, wie es kommen soll. Nicht schicksalmäßig, sondern einfach... Vielleicht kriegt man den hin. Ach, vor Ellie. Kennen wir das? Ich glaube, das wurde nie gezeigt. Diese Kassette kannte ich jetzt gerade aus Erinnerung nicht mehr. Wäre interessant, was da drauf ist. Das zu hören. Naja. So, ja, ihr Messer. Gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Wiley. Ja, mit Wiley bekommen wir es in... einer anderen Geschichte zu tun. Wiley Abel. Das sind alle Sachen, die sie dabei hat.
Interessant. So, jetzt müssen wir erstmal das, ach, da hinten. Wie weit können wir eigentlich, Ich hoffe, der bleibt da erstmal ein bisschen stehen. Weil ich glaube, wir müssen relativ nah ran. Wir haben mit Ellie nämlich nicht die ganzen Waffenverbesserungen, die wir mit Joel hatten. Nicht bewegen. Ja. Hab dich. Okay. Also aus der Entfernung sind es ungefähr 3 Striche. Schade, im Lauschmodus kann man den natürlich nicht hören. Beziehungsweise sehen. Ach, da. Da hinten. Hab ich. Mist, ist der schnell. Ist nach da oben gerannt? Ich meine, Ellie kann ja auch rennen. Ich nutze das nur jetzt gerade nicht so gern, weil die Viecher hören ja sehr gut. Warte mal. Ich glaube, man kann die Abkürzung nehmen. Wo ist es? Ist es hier lang gelaufen? Ich sehe es nicht. Wie weit ist denn das weggelaufen, das Viech? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, deswegen sage ich auch nichts, weil ich versuche den Spuren zu folgen und so weiter. Ich dachte, der steht hier noch irgendwo rum. Wieso lebst du noch? Das frage ich mich gerade auch. Ich bin mega verwirrt gerade. Naja, gut. Also es ist eine Multiplayer-Map. Die kennst du nicht, weil in diesem Spiel ist sie nicht enthalten, weil toll. Der Multiplayer nicht da ist. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Ja gut, ich meine, das ist halt, ne, ich meine, das ist eine stinknormale Hütte. Hier ist, hier hätte ich noch keinen Schiss. Ach, ein Comic. Super. Ja, jetzt diesmal endlich sagst du was anderes. Da ist, bei Joel hätte es aber dann auch anders machen können. $16 kostet so ein Scheiß. Und kanadische Dollar sind offenbar weniger wert als US-Dollar. Zu der Zeit zumindest. Unsicherheit, Buch 4. Die Billionen der Menschheit wurden zu Milliarden. Was? Ach so,
Die Billionen, wahrscheinlich wurde reduziert, die Menschheit scheinbar. Die ihre Technologie der Reisenden stellte die optimistischsten Prognosen des menschlichen Fortschritts über die nächsten 500 Jahre in den Schatten und der schwache Widerstand der Menschheit ist zerfallen. Daniela und Captain Ryan haben den Absturz der Kobayashi nur knapp überlebt und stellen sich der bevorstehenden Bedrohung auf der Oberfläche des Titan. Trillions have become billions. Trillions ist auf Englisch doch auch mehr als Billions, oder? Schätzungsweise. Ich glaube, hier kann man einmal eigentlich ganz kurz Pause drücken, weil hier wird uns bestimmt noch einiges erwarten. Wir haben ja da vorne noch ein paar Gebäude zu durchsuchen. Oder auch nicht. Und ihr habt einige Videos zu bewerten. Allen voran dieses. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns bald wieder.